für eine realistische und menschenwürdige Asylpolitik. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist das Thema unserer Podiumsdiskussion, zu der ich Sie herzlich begrüße. Mein Name ist Udo Hahn, ich leite die Evangelische Akademie Tutzing und freue mich, dass wir diese Veranstaltung heute in Kooperation mit dem ökumenischen Unterstützerkreis Tutzing durchführen. Daran können Sie erkennen, dass uns insbesondere die lokale und auch die regionale Perspektive bei diesem herausfordernden Thema besonders wichtig ist. Immer mehr Menschen sind weltweit auf der Flucht. 80 Millionen sind es gegenwärtig, Tendenz steigend. Die Fluchtgründe sind sehr unterschiedlich. Und in Deutschland, wenn wir auf Deutschland schauen, lebten laut Statistik des Bundesinnenministeriums im letzten Jahr 2020 1,77 Millionen Geflüchtete mit sehr unterschiedlichem Aufenthaltsstatus. 80 Millionen, die weltweit auf der Flucht sind, da ist die Frage nach einer menschenwürdigen Asylpolitik mehr als angebracht. Wir möchten dieses Thema hier auf dem Podium diskutieren. Dazu darf ich Ihnen jetzt meine Gäste vorstellen. Claudia Steinke ist die Koordinatorin des Ökumenischen Unterstützerkreises Tutzing und vertritt sozusagen den Kooperationspartner. Herzlich willkommen, Frau Steinke. Hallo, guten Abend. Der eigentliche Anlassgeber für diese Runde ist Dr. Joachim Jakob. Er ist Co-Vorsitzender von Unser Reto Bayern. Das ist der Verband der ehrenamtlichen Flüchtlingshelferinnen und Flüchtlingshelfer. Dieser Verband hat unlängst Ansatzpunkte für eine realistische und menschenwürdige Asylpolitik veröffentlicht. Und wir wollen uns heute auch Zeit nehmen, diese Ansatzpunkte zu diskutieren. Und dazu haben wir uns einen Experten noch dazu geholt, Gerhard Knaus, der heute aus Berlin angereist ist. Er ist Soziologe, Migrationsforscher, Politikberater und Gründungsdirektor der Denkfabrik European Stability Initiative. Er wird uns helfen, aus dieser Warte die Themen einzuordnen, die wir hier besprechen. Und mit Gerhard Knaus möchte ich auch unsere Runde eröffnen. Von Ihnen, Herr Knaus, heißt es ja, Sie seien der Kopf hinter dem Flüchtlingsabkommen, das Bundeskanzlerin Angela Merkel mit der Türkei geschlossen hat. Ein, wie es immer wieder heißt, umstrittenes Flüchtlingsabkommen, ein Flüchtlingsdeal. Und immer wenn man von einem Deal spricht, dann deutet sich schon an, ja, ist das alles so gut gelaufen. Mich würde von Ihnen interessieren, wie Sie selbst dieses Flüchtlingsabkommen mit den Erfahrungen von heute und aus heutiger Perspektive einordnen. Ja, vielen herzlichen Dank zunächst einmal. Schönen guten Abend Sie alle. Ich wollte ja schon mit 80 Millionen Geflüchtete beginnen, ja, allererster Satz, denn das ist so eine Zahl, die sehr viele, die sich mit dem Thema beschäftigen, wissen, kennen. Und ich glaube, dass wir diese Zahl von Anfang in die Irre führen. Was wird da gemessen? Ich komme sogar aus der Türkei. In diesen 82 Millionen, und das ist eine politische Strategie, wie diese Zahl zustande kommt, wurde vor einem Jahr beschlossen, die 5,6 Millionen Palästinenser, die Nachfahren derjenigen, die 1948 vertrieben wurden, dazu zu zählen. Die Hälfte davon sind jordanische Staatsbürger, die sind seit Jahrzehnten über keine Grenze gegangen. Aus politischen Gründen könnte man sie natürlich als Geflüchtete bezeichnen, aber die gehen zurück auf 700.000, die geflohen sind, bevor es die UNHCR überhaupt gab. Da sind drin 8 Millionen Binnenvertriebene in Kolumbien, die meisten vor Jahrzehnten geflohen. Es gab vor 40 Jahren einen Bürgerkrieg, die leben zum Teil seit 20 Jahren in großen Städten des Landes, die werden nie zurückkehren. Der Bürgerkrieg ist eigentlich auch zu Ende, obwohl Kolumbien unsicher bleibt. Aber die werden weiter gezählt.
Das sind ganz viele der Briefe, die in den Flüchtlingen egal heißen, Menschen, die nie eine Grenze überschritten haben. Manche darunter Binnenvertriebene, die es nie gab. Wie viele haben es geschafft, über die Grenze zu kommen? Und was ist da in der Welt? Denn das ist die wirklich spannende Frage. Denn die Flüchtlingskonvention gilt ja ein in dem Moment, in dem es jemand gelingt, über eine Grenze zu kommen. Und dann entstehen Rechte und Pflichten für Staaten. Und wenn wir uns diese Zahlen sehen, jetzt nehme ich nur die offiziellen UNHCR-Zahlen, die jedes Jahr im globalen Trendbericht im Sommer herauskommen, dann sehen wir etwas Erstaunliches. 2013 gab es in der Welt 11 Millionen Flüchtlinge, laut UNHCR, Leute, denen es gelungen ist, über eine Grenze zu kommen. Viele von denen, wie gesagt, schon seit Jahrzehnten. Und 2017, 4 Jahre später, waren es 20 Millionen. Also in wenigen Jahren hat sich diese Zahl fast verdoppelt, 9 Millionen mehr. Diese 9 Millionen zusätzlichen Flüchtlinge sind in ganz, ganz wenigen Ländern gegangen. Und zwar ein Drittel in ein einziges Land, die Türkei. 3 Millionen in diesen wenigen Jahren gingen in die Türkei. 1 Million ist in Deutschland. Das ist das einzige Land der Welt, das nicht direkt an eine Konfliktregion grenzt, wo so eine große Zahl aufgenommen wurde. Von den 9 Millionen sind mehr als die Hälfte nach in europäische Länder gegangen. Auch das passt nicht in das Bild, das wir haben. In Asien ist praktisch niemand, mit einer Ausnahme, das ist Bangladesch, die haben in einem Jahr, Sommer 2018, glaube ich, 800.000 Rohingyas aus Myanmar Schutz geboten. In Afrika, die wichtigsten Länder, Uganda und Sudan, jeweils ungefähr 1 Million. Das heißt, wir haben eine Situation, und jetzt komme ich zu den letzten 4 Jahren. In den letzten 4 Jahren sind nämlich die Zahl der Menschen, die über Grenzen kommen, also Flüchtlinge in der Welt, laut dem UNHCR, ist von 20 Millionen 2017 auf 20,7 Millionen 2020 nur um 700.000 gewachsen. Weltweit, in 4 Jahren. Wie kann das sein? Wir haben gehört, immer mehr Fluchtgründe, Klimawandel, Bevölkerungswachstum. Tatsächlich sind von den 700.000 Flüchtlingen zusätzlich in den letzten 4 Jahren die allermeisten die Kinder von Flüchtlingen. Die haben auch ihre Grenze überschritten. Jedes Jahr werden 23.000 Kinder geboren. In der Türkei, in Deutschland, in Frankreich, in Kanada, von Flüchtlingen. 23.000 Kinder von Flüchtlingen im Jahr, 700.000 zusätzliche Flüchtlinge in 4 Jahren. Hier steht das nicht. Die Tatsache ist, dass in den letzten Jahren weltweit Flüchtlinge nicht mehr über Grenzen kommen. Irreguläre Migration ist niedrig. Und unter denen, die es irregulär nach Europa schaffen, werden die allerdings als Flüchtlinge anerkannt. In Asien wird praktisch niemand aufgenommen. Amerika macht seit Donald Trump Pushbacks an der Grenze zu Mexiko. Japan hat in den letzten 40 Jahren, wo es die Flüchtlingskonvention unterschrieben hat, ein paar hundert Menschen internationalen Schutz gegeben. Ich glaube, es waren ungefähr 3.000, wenn man den humanitären Schutz dazu zählt. In 40 Jahren. China hat die Flüchtlingskonvention unterschrieben, nimmt niemand auf. Malaysia, Indonesien, Indien haben die Flüchtlingskonvention nicht unterschrieben. Das Ergebnis ist, dass heute tatsächlich die Situation der Flüchtlinge in der Welt bedeutet, fast alle Grenzen sind geschlossen. Und zwar mit Gewalt. Übrigens kommen heute nicht mehr Leute aus Syrien raus. Weder die Türkei, ich war vor 3 Wochen an der türkisch-syrischen Grenze, also Hatay und Gaziantep, das sind auf der anderen Seite der Grenze 4 Millionen Menschen in Nordsyrien, kommen nicht mehr raus. Aber auch nie nach Israel, Israels Grenze überhaupt nicht immer so. Heute auch nicht mehr nach Jordanien. Und auch noch, aber auch nicht in den Libanon. In Afghanistan ist es ähnlich. Allen Ängsten und Warnungen zum Trotz kommen Afghanen kaum aus dem Land heraus. Und jetzt zur Türkei. Die Türkei war im Jahr 2011, als der Syrienkrieg ausbrach, das Land, das gesagt hat, wir lassen die Syrien ins Land. Und zwar alle, die konnten aus dem Libanon einreisen mit dem Flugzeug, die konnten aus dem Norden Syrien über die Grenze. Es gab keine Kontrollen und jeder bekam einen temporären Status. Einen unbegrenzten temporären Status, der ist zeitlich nicht limitiert. So kamen die, heute sind es 3,6 Millionen Syrer ins Land. Und ein Teil dieser Syrer, eine Minderheit. Aber im Jahr 2015 eine wachsende Gruppe,
hat dann gemerkt, und dazu brauchten sie brauchten keine Schlepper, um an die türkische Grenze zu kommen, dass sie bereit waren, ihr Leben zu riskieren, in kleine Boote zu steigen und nach Griechenland zu kommen. Und so kamen in diesem Ausnahmejahr 2015 in 12 Monaten 1 Million Menschen aus der Türkei in die Europäische Union. Und in dieser Situation haben wir damals, meine Kollegen und ich, schon im September einen Vorschlag gemacht, weil wir haben gesehen, das, was hier passiert ist, auch vielerlei absurd. Damals war Deutschland bereit, Leute aufzunehmen. 100.000 hat es auch getan. Am Ende 1 Million, die in kürzester Zeit kamen. Aber damit diese 1 Million nach Deutschland kam, mussten sie erst mit ihren Kindern russisches Roulette mit ihrem Leben spielen, in kleine Boote steigen und riskieren, der Geist zu erkennen. Und sie erinnern sich an das Bild des kleinen Arakurde. Im September 2015. In dem Monat sind 180 Menschen ertrunken in der Ägäis. Wir erinnern uns an Adam, sein Bruder, seine Mutter und 175 mehr. Und in der Situation haben wir gesagt, das ist absurd. Warum holt man die Leute nicht direkt durch Resettlement? Warum bieten wir den Türken nicht so wie damals bei den vietnamesischen Bootsflüchtlingen an? Wir bringen Leute mit dem Flugzeug aus dem Land mit den meisten Flüchtlingen der Welt, die Länder, die bereit sind, sie aufzunehmen. Deutschland war bereit. Schweden, Österreich, andere Länder haben sie ja, als sie diese Länder erreicht haben. Aber, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Wir haben auch gesehen, dass wenn diese unkontrollierte Migration, die tödlich 1.100 Menschen erkranken in 12 Monaten, aber auch politisch brandgefährlich war, wenn die dazu führt, dass in Europa Länder sagen, wir müssen zu anderen Mitteln greifen, um sie zu stoppen, nicht Einigungen, dass da nicht nur das Flüchtlingsrecht, sondern die ganze Menschenrechtskonvention alle unsere Grundwerte in Luft gehen können. Das hat nämlich damals, Anfang September, am 4. September, ein europäischer Premierminister so besprochen. Viktor Orban. Der hat eine Rede gehalten und gesagt, das ist die beste Kulturrevolution, die jetzt im Gange ist, denn die Angst vor Flüchtlingen wird dazu führen, dass sich Europäer von den Menschenrechten verabschieden. Und jetzt springe ich über diese 4 Jahre hinweg, 5 Jahre ist das mittlerweile, 6 fast. Wir sind im Jahr 2021 und was wir heute sehen, ist genau das, was Viktor Orban vorhergesagt hat. An Europas Grenzen gelten keine Konventionen mehr. Wir lassen Umwelt von hier an der polnisch-belarussischen Grenze Familien im Wald erfrieren. Ich weiß nicht, wie viele Zahlen jetzt in den letzten Wochen gestorben sind. Wir hatten in den letzten 9 Monaten dieses Jahres 1.800 Tote auf der Weg nach Europa. Nur im Mittel. Mehr als die Hälfte aller Toten in weltweit, wenn man die IOM-Zahlen nimmt. Wir haben jetzt vor kurzem Bilder gesehen von der kroatisch-bosnischen Grenze, nicht die erste, und es ist auch nichts Neues, dass dort Grenzbeamte in schwarzen Uniformen, die für die kroatische Polizei arbeiten, Minderjährige zusammenschlagen, Krankenhausweiber zum Teil. Ich kenne Fälle von jemandem, einem iranischen Dissidenten, der einen Rollstuhl aus einem Krankenhaus in Kroatien zurückgeschleppt wurde nach Bosnien. Und an der ungarischen serbischen Grenze haben wir eine Regierung, die stolz aufzählt, wie viele Leute ohne jedes Verfahren nach Serbien zurückgebracht werden. Wir haben einen totalen Zusammenbruch aller Rechtsstaaten. Die Kinderrechtskonvention, die Flüchtlingskonvention, die Menschenrechtskonvention, die Folterkonvention, die Grundrechtecharta, alle diese europäischen Gesetze werden heute systematisch an Europas Grenzen verletzt. Davor haben wir Angst gehabt im September 2015. Und unser Vorschlag damals war, wenn es hier die Empathie gibt, in manchen Ländern Europas, Flüchtlinge aufzunehmen, wenn es ein Land gibt wie die Türkei, das damals Flüchtlinge im Land hatte, das Hilfe braucht. Und wenn wir gleichzeitig verhindern müssen, dass diese Bilder von Kontrollverlust, diese Mythen von Massenmigration, die in den Händen von Rechtspopulisten Sprengstoff sind, unser Konstrukt, das Menschenrechte in die Luft sprengen, davor stehen wir heute an den Grenzen. Dann brauchen wir eine Strategie. Das war unser Vorschlag. Und die Strategie sollte sein, wir nehmen Leute aus der Türkei und aus anderen Ländern, gebrauchen Resettlement. Wir reduzieren und stoppen die irreguläre Migration nicht durch Pushbacks, sondern indem wir uns mit der Türkei einigen, dass sie Menschen ab einem Stichtag zurücknimmt. Und wir unterstützen dafür mit der großzügigsten humanitären Hilfe in der Geschichte der Europäischen Union die größere Zahl von Flüchtlingen in einem Nachbarland, 3 Millionen, 3,6 Millionen Syrer in der Türkei. Das
Ist das perfekt? Nein. Hat es überall gut geklappt? Nein. Haben die Griechen die europäischen Grundrechte auf den Inseln trotzdem gebrochen, weil sie Menschen festgehalten und dann nicht zurückgeschickt, sondern einfach nur durch Moria und andere unmenschliche Bedingungen abschrecken wollten? Natürlich. Aber gab es eine bessere Möglichkeit? Das Geld ist geflossen. Die Zahl der Toten ist gefallen von 1100 in 12 Monaten auf 80 in den 12 Monaten darauf in der Ägypten. Die EU hat aus der Türkei Leute aufgenommen, viel zu wenige, aber regulär, aber viel mehr, als sie je zurückgeschickt hat. Aber seit 2 Jahren gibt es dieses Abkommen nicht mehr. Niemand hält sich daran. Und die Alternative sehen wir heute. Griechenland schnappt die Menschen, die die Insel erreichen, setzt sie auf kleine Plastikboote und treibt sie zurück in die türkischen Gewässer. Und wenn die Türken so reagieren würden wie Lukaschenko, dann würden sie dann denken, das tun die Türken nicht, sie nehmen sie wieder auf und bringen sie ins Festland. Mit Lukaschenko ist es anders. Der ist bereit, Leute in den Wäldern gehen zu lassen. Und die Strategie der EU heute, das ist mein letzter Satz, an der Grenze zwischen Polen und Belarus, ist es, grausamer zu sein als ein Diktator, der seine eigene Bevölkerung foltert. Das ist keine Strategie. Dafür reicht es aber nicht zu sagen, das ist schlimm, dafür braucht man eine Lösung. Dafür braucht man einen Plan. Und da komme ich wieder auf das, was wir 2016 gefunden haben. Dafür brauchen wir Plan. Vielen Dank, Herr Knaus. Ich habe Sie jetzt etwas ausführlicher das auch schildern lassen, weil genau diese Perspektive uns hilft, nochmal zu erinnern, wo wir herkommen und was wir sozusagen perspektivisch auch nochmal anschauen müssen. Denn die Situation, die Sie geschildert haben, ruft ja danach nach Realismus und nach Menschenwürde. Wir wechseln jetzt die Perspektive insofern, dass wir auf Tutzing schauen, auf Bayern schauen, dass wir jetzt die Entwicklung uns hier vor Augen führen. Und ich würde gerne mit Ihnen Frau Steinke, mit Ihnen, Herr Dr. Jakob, mal besprechen und von Ihnen erzählen lassen, was sind denn die zwei und nur zwei größten Herausforderungen, mit denen Sie in Ihrem jeweiligen Bereich aktuell zu kämpfen haben. Und ich würde gerne mit der Perspektive, der lokalen Perspektive beginnen, ESG, Herr Dr. Jakob, dann aus der bayernweiten Sicht die Erfahrungen der anderen mit zusammenbringen. Wenn Sie uns da einführen und wir kommen dann auch wieder auf Sie. Herr Knaus, wahrscheinlich. Also es sind ja sehr viele vom Helferkreis hier und wir haben im Jahr 2015 eine große Gruppe von Geflüchteten hierhin bekommen und ich glaube, dass... Ganz kurz hier unterbrechen, ich habe eigentlich das Mikrofon eingestellt. Das Mikrofon ist angestellt. Okay. Wir haben die große Gruppe von Geflüchteten, die 2015 hier hingekommen ist, glaube ich, mit der Hilfe von sehr vielen, die eben auch hier sitzen, mit dem ökumenischen Unterstützerkreis hier in Tutzing, gut integrieren können. Was für uns schwierig gewesen ist, ist zum einen, glaube ich, die Tatsache, dass wir Schwierigkeiten hatten seitens der Regierung und seitens der Verwaltung. Auch das ist gemanagt worden, aber ich glaube, das hat sehr viele einfach auch frustriert. Und der zweite Punkt ist, wenn ich jetzt daran denke, die Geflüchteten, die wir hier in Tutzing hatten, sind ja jetzt nicht mehr in den Zelten, sondern die haben sich mehr und mehr, wie gesagt, integriert, sind teilweise selbstständig geworden, aber die haben genau wie die andere Menschen hier in dieser Umgebung das große Problem, dass sie keine Wohnungen finden. Und ich glaube, das ist gerade jetzt im Moment das Problem, womit wir uns hier lokal am meisten eben beschäftigen müssen. Und das bringt mich dazu eigentlich, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zurück, dass dieses Problem, das wir haben, diese geflüchteten Menschen unterzubringen, dass wir das im Gesamtkontext sehen müssen, eben wie wir überhaupt auch mit im Sozialen eben das integrieren wollen. Also dass wir eben insgesamt zu wenig Wohnraum haben,
Und dass wir da eine Gesamtlösung finden müssen und die Geflüchteten dabei letztendlich irgendwo auch nur ein kleiner Teil sind. Herr Dr. Jakob, wie sieht aus der Sicht Ihres Verbands das aus, die beiden größten Herausforderungen? Ja, von mir auch herzliches Willkommen. Ich muss jetzt von vornherein sagen, also ich bin natürlich einmal sozusagen Vorsitzender des Bayerischen Verbandes. Was mir aber ganz wichtig ist, ich bin auch Koordinator eines Helferkreises. Und wenn man mich fragt, einmal, was ist das größte Problem zurzeit, dann muss ich jetzt erstmal aus der lokalen Sicht sagen, das sind diejenigen, die kein Deutsch lernen dürfen, die nicht arbeiten dürfen, die in beengten Räumen, meist in Container sitzen und die Geld kriegen. Das finde ich eine sehr unmögliche Situation. Und immer wenn ich mir vorstelle, deutsche Jugendliche, und es sind ja überwiegend Männer, würde ich sagen, ihr kriegt Geld, aber ihr dürft nichts Gescheites tun. Dann hätten wir jede Woche wahrscheinlich Polizeieinsätze. Dass das nicht so ist, ich glaube, das hat man auch den Ehrenamtlichen zu verdanken. Aber das ist ein sozialer Brennstoff, der uns, glaube ich, in Zukunft noch viel mehr Probleme schaffen wird. Viele sind jetzt mittlerweile seit 3, 4 oder 5 Jahren hier, haben keine Perspektive und verlängern immer wieder, wenn es gut geht, ihr Visum, wenn es schlecht geht, werden sie abgeschoben oder sie sind auf jeden Fall ständig in Angst. Von daher ist einer sozusagen unserer wichtigen Forderungen, dass dieses System von Kettenduldung abgeschafft wird. Und man kann jetzt über die Zeiten sicherlich streiten. Also eine unserer zentralen Forderungen ist, wenn jemand 3 Jahre hier im Lande ist, dann soll er bitte arbeiten dürfen. Das entlastet den Steuerzahler, der nicht für die Geflüchteten aufkommen muss. Es ist gut für die deutsche Wirtschaft und es hilft natürlich auch den Geflüchteten. Denn wir sehen also von Jahr zu Jahr, wenn ich mir angucke, es heißt immer, die brauche ich ja nicht zu integrieren, die werden ja sowieso abgeschoben. Ich würde gleich zu Ihren Forderungen noch gucken. Das würde ich davon gerne nochmal abtrennen. Wir kommen jetzt darauf an, zunächst mal die lokale, die überregionale Perspektive, und Sie haben das ja nochmal auch unterstrichen. Ich würde jetzt hinaus fragen, was auf Bundesebene sozusagen die beiden größten Herausforderungen sind und in der nächsten Runde starte ich mit Ihnen, dass Sie uns dieses Papier mal etwas vorstellen. Klaus. Ja, also zunächst würde ich dem anschließen, aber ich war jetzt in den letzten Wochen unterwegs in einigen Bundesländern, hatte Gespräche in Baden-Württemberg mit dem Integrationsstaatssekretär, dem Minister in Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, eine CDU oder andere FDP, und eigentlich haben die alle das gleiche Problem. Und da bin ich jetzt auch im Verhalten optimistisch, dass es da eine Chance gibt, mit einer neuen Bundesregierung und einem neuen Ansatz hier etwas zu lösen. Also ich habe jetzt, weil ich morgen in Stuttgart sein werde, mir nochmal den Koalitionsvertrag angeschaut der Regierung in Baden-Württemberg. Das ist eine Grün-CDU-Regierung. Und da steht drin, wir wollen geduldete Menschen zu einem Bleiberecht verhelfen. Das ist unser klares Ziel. Das ist der Koalitionsvertrag von diesem Jahr aus Stuttgart. Den hat ein CDU-Innenminister unterschrieben, der Staatssekretär, der zuständig ist von der CDU. In Nordrhein-Westfalen, wo die CDU mit der FDP regiert und wo ein stellvertretender Ministerpräsident Jörg Stamm für die FDP wohl die Gespräche führen wird über dieses Migrationsthema für den Koalitionsvertrag, ist die gleiche Philosophie. Da sagt man, wir müssen die seit Jahren da sind, die keine Straftaten begangen haben, die aber warten mit Duldung, denen müssen wir eine Perspektive geben. Und ich glaube, dass das aber in diesem Moment, wenn jetzt die gesamte Zivilgesellschaft, die vielen Flüchtlingshelfer, die vielen Ehrenamtlichen, jetzt in diesem Moment noch einmal Briefe schreiben an die Politiker, die da in Berlin verhandeln, dass das in diesem Moment sogar eine Chance hat, einen echten Erfolg. Also dass man die Lebenslüge, dass diese, was sind es jetzt mit 260.000 Geduldeten, dass die hier sind, seit zum Teil vielen Jahren, irgendwann abgeschoben werden, wenn man sich die Abschiebezahlen wirklich anschaut, dass diese Lebenslüge durch eine pragmatische, normale Lösung überwunden wird, das halte ich für sehr realistisch. Das Zweite, das ist nur ein Satz, ist das, was ich am Anfang gesagt habe, wie kann eine deutsche Bundesregierung, die ja keine EU-Außengrenzen hat, die sind ja in Polen, in Italien, in Kroatien, in Griechenland, die aber trotzdem eine Bevölkerung hat, die eigentlich das Asylrecht nicht aufgeben will, wie kann die an Europas Außengrenzen pragmatisch und politisch erfolgreich
die Rechtsstaatlichkeit wiederherstellen. Das wäre so im Land die Frage der Geduldeten und einer humanen, realistischen Lösung und an den Außengrenzen die Frage der Verbündeten, um den jetzigen Zustand zu lösen. Da kommen wir doch jetzt mal zu den Ansatzpunkten. Herr Dr. Jakob, werden Sie uns diese bitte mal vorstellen? Ja, wenn ich jetzt erstmal bei der lokalen Ebene oder auch in Bayern anfange, was Herr Knaus gerade auch angeführt hat, also und was ich davor ausgeführt habe, Abschaffung von Kettenduldung ist für mich einer der ganz zentralen Dinge. Da muss etwas passieren. Sozusagen das Zweite ist, wenn ich mir überlege, 2015, 16, was wir Helferkreise alles gemacht haben, wie die Atmosphäre war. Die Asylbewerber haben zusammen gekocht, wir hatten politische Diskussionen, wir haben erklärt, was ist eine Haftpflichtversicherung oder das Grundgesetz erläutert. Das ist alles sehr kaputt gegangen. Wir differenzieren zu viel. Es sind jetzt diejenigen, die mit subsidiären Schutz, die schon anerkannt sind, die noch warten. Und wir haben negative Erfahrungen eigentlich mit den Ankerzentren. Wir haben in letzter Zeit immer mehr Menschen aus Ankerzentren bekommen und das waren eigentlich frustrierte, gebrochene Menschen. Da ist sozusagen der zweite Punkt, der uns am Herzen liegt. Wir haben im Moment Asylverfahren, die im Regelfall, weil man ja häufig auch den Klageweg beschreiten muss, weil die Beamtenentscheidungen so schlecht sind, von 3 Jahren. Wenn jemand 3 Jahre in Deutschland ist, dann fällt es uns allen schwer und den Betroffenen natürlich umso mehr, in ihr Heimatland zurückzugehen. Das heißt, wir müssen die Asylverfahren erheblich beschleunigen. Und wenn man sich das anguckt, es gibt durchaus Beispiele, man kann das kritisieren, also die Schweiz, die es sehr schnell schafft, Niederlande zum Teil auch. Und das Wesentliche dabei ist, dass der Asylbewerber die gesamte Zeit mit rechtlichem Beistand begleitet wird, dass schon im Vorfeld geklärt wird, was ist wichtig oder nicht. Wir haben jetzt aus meiner Sicht eine ganz fast perverse Situation. Die Interviews für das Asyl, die fangen zum Teil nach 3 Tagen an. Wenn ich mir jetzt überlege, wie es in meiner Erfahrung also herausragend ist, ich habe sehr eng betreut jemanden, der als Kindersoldat an der Schießung teilgenommen hat. Das hat etwa vertrauensvolle Arbeit von 6 Monaten gedauert, bis er zum ersten Mal gesagt hat, wie es ihm ergangen ist. Wenn ich jetzt sage, nach 3 Tagen in einem fremden Land in Deutschland, wo er sich nicht auskennt, wo er nicht weiß, was ist beim Asylverfahren eigentlich wichtig, da findet das Erstinterview statt, dann ist das formal zwar eine Beschleunigung, aber es ist, gibt weder eine Rechtsberatung noch, was ganz wichtig ist, wird vorher festgestellt, was sind vulnerable Gruppen, wer ist so traumatisiert, dass ich überhaupt in der Situation noch kein Interview durchführen kann. Also beschleunigte Asylverfahren wäre sozusagen das Zweite. Und wieder die Ankerzentren letztendlich umzuwandeln in Erstaufnahmeeinrichtungen, was sie vornehmlich waren. Und dann relativ schnell wieder an die dezentrale Unterkunft zu kommen. Da in den Gemeinden gibt es ja auch erhebliche Bereitschaft, wenn ich mir die ganzen Programme oder auch die Konzepte sichere Häfen ansehe. Viele Gemeinden, gerade auch in Bayern, wollen aufnehmen. Und es gibt ja auch eine gemeinsame Forderung, dass auch Bayern wie andere Bundesländer ein Aufnahmeprogramm startet. Das ist uns in Bayern untersagt und die Kommunen, die aufnehmen wollen, werden behindert. Das wären also lokal einer der wichtigen Schritte. Ansonsten haben wir natürlich einen ganzen Teil, der sich mit dem deckt, was der Knauf gesagt hat. Also ich finde entsetzlich, was an den EU-Außengrenzen passiert. Und deswegen sind wir uns vollkommen einig, Resettlement ist eigentlich weitestgehend die Lösung. Das heißt, Menschen kommen zu uns mit einem gesicherten Aufenthaltsstatus, die müssen nicht durch die Wüste, die müssen nicht durchs Mittelmeer gehen. Das heißt, ich vermeide gefährliche Fluchtwege. Und wenn man das Ganze noch koppelt mit kommunalen Aufnahmeprogrammen, mit Patenschaften, da gibt es ja einige internationale gute Beispiele, dann ist das für mich eine Lösung. Denn an den EU-Außengrenzen sehe ich auch, dass es immer schlimmer wird. Und viele von Ihnen haben ja auch, was der Knaus angeführt hat, den Film über Kroatien gesehen. Also ich finde das schrecklich, was passiert und das bekräftigt uns eigentlich darin, dass wir sagen müssen, wir müssen Fluchtwege verhindern. Wir müssen Aufnahmeprogramme an den Fluchtrouten oder in den Ländern davor machen und insofern wichtige Forderung, Resettlement stärken, humanitäre Aufnahme stärken. An jeder deutschen Botschaft auf den Fluchtwege muss es möglich sein, Asyl zu beantragen. Und vielleicht so als Letztes, dann stoppe ich auch. Ich finde, wir leben so ein bisschen mit der Lebenslüge, dass unsere Wirtschaft nur qualifizierte
Arbeitskräfte brauchen. Das führt auch dazu, wenn wir Asylbewerber absichern wollen, wir raten Leute, eine Ausbildung zu machen, weil das der einzige mögliche Weg ist, sicher ein Asyl zu bekommen, die nie eine Ausbildung bestehen werden. Aber was in Wirklichkeit brauchen, ist auch viele ungelernte Arbeiter. Unser Bäckerhandwerk kann nur existieren, wenn viele dort arbeiten können. Wir haben Paketdienste. Das heißt, wir haben auch einen hohen Bedarf an unqualifizierten Arbeitskräften. Und da müssen wir verstärkt auch für diesejenigen Möglichkeiten bieten. Insofern, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz löst ein minimales Problem. Die wenigsten erfüllen die Bedingungen und da müssen wir uns ehrlich machen. Das als Kurzeinstieg. Vielen Dank, Herr Dr. Jan. Frau Steinke, teilen Sie die Forderungen, die ja von Ihrem ökumenischen Unterstützerkreis so gesehen? Ja, unbedingt. Wir haben die Erfahrung gemacht, gerade in diesem Bereich eben der unqualifizierten Arbeitskräfte, dass wir einen Großteil von den Geflüchteten, die bei uns gewesen sind, innerhalb von kürzester Zeit in den Jahren 2015 und 2016 ja unterbringen konnten und in Arbeit vermittelt haben. Ich kann es jetzt nicht sehen, ob der Herr Dieber heute Abend hier ist. Ich weiß, dass er kommen wollte, aber der ist von der Arbeitsagentur in Starnberg und hat eben mit einem Arbeitskreis Arbeit zusammen Programme auf die Beine gestellt und wir haben bis zu 60 Leute innerhalb von einem Monat vermitteln können. Das ist dann abgebrochen, als es dann für die Geflüchteten keine Arbeitserlaubnis mehr gegeben hat. Und es empört mich zutiefst, wenn ich höre, dass eben viele von denen, die wir betreut haben, heute nicht mehr arbeiten dürfen. Aber gleichzeitig gesagt wird, dass wir 400.000 Arbeitskräfte im Jahr eigentlich aus dem Ausland in Deutschland brauchen und dass dann angeworben werden die Krankenschwestern aus Spanien, wo das Gesundheitssystem das sicherlich nicht hergibt, die werden dort selber gebraucht. Es werden Altenpfleger von den Philippinen geholt, von Leuten, die noch nicht in Deutschland waren, die noch kein Wort Deutsch gelernt haben und gleichzeitig werden viele von denen, die hier sind und eben schon eine angefangen haben, eine Ausbildung zu machen, zumindest die geringschwellige Ausbildung in dem Bereich Kranken- und Altenpflege, denen wird mit einem Mal die Arbeitserlaubnis entzogen und sie können das, was sie gelernt haben, hier nicht umsetzen. Und das kann nicht sein. Wir sind, glaube ich, alle so realistisch zu sagen, es kann tatsächlich nicht jeder hier bleiben, aber jemand, der hier ist, sich bemüht hat, Deutsch gelernt hat, zur Schule gegangen ist, sich bemüht, eine Ausbildung zu machen und hier unser System, unser Sozialsystem, unser Rentensystem zu unterstützen, Steuern zu zahlen, wenn dem dann nicht ermöglicht wird, hier zu arbeiten und stattdessen von anderswo, weil das politisch besser in den Kram passt, gleichzeitig Arbeitskräfte anzuwerben, dann kann das kein Mensch mehr verstehen. Und das ist auch unmenschlich denjenigen gegenüber, die sich hier anstrengen. Und vielleicht noch einen Satz, was vermitteln wir den Leuten damit? Also wir wollen doch auch irgendwie einmal denen, die hier sind, höflich gegenübertreten, gastfreundlich gegenübertreten, aber wir wollen doch auch Werte vermitteln. Wir können doch nicht immer mit dem ausgestreckten Zeigefinger auf irgendwelche Länder zeigen und dort die Dinge, die nicht gut laufen, anprangern, aber gleichzeitig vermitteln wir den Leuten hier, ihr strengt euch an, ja, aber wenn es irgendjemandem in irgendeinem Amt nicht passt, kriegst du keine Arbeitsgenehmigung mehr und dann lungerst du hier rum und darfst nichts mehr tun und wirst zurückgeschickt. Das ist nicht das, finde ich, womit wir den Menschen begegnen sollten und das dürfen wir nicht an Werten vermitteln. Frau Steinke, wie sind denn Ihre Erfahrungen im Gespräch mit der Verwaltung, der kommunalen Politik? Treffen Sie da offene Ohren oder ist das sozusagen die Exekutive der Gesetze und dann endet der Spielraum? Oder gibt es da Möglichkeiten, diese Spielräume zu entdecken, sie auszuloten? Wie sind Ihre Erfahrungen? Ja, es gibt ja den berühmten Ermessensspielraum und ich weiß, wie gesagt, dass ja viele hier aus dem Landkreis Starnberg sitzen und das in den letzten Jahren mitbekommen haben. Es ist schon, das muss man jetzt sagen, es wird jetzt gerade hier besser. So ist das meine Erfahrung. Vielleicht wird es da gleich nochmal Meldungen zu geben.
Dieser berühmte Ermessensspielraum ist in den Jahren, ich würde mal sagen ab 2016, 17, sehr zu Ungunsten der Geflüchteten ausgelegt worden. Sodass eigentlich alle Arbeitsgenehmigungen eben entzogen worden sind und keine Weiterbeschäftigung mehr möglich war, aus bestehenden Arbeitsverhältnissen eben heraus. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt wieder besser wird. Das liegt immer an handelnden Personen. Und das finde ich auch so erschütternd, dass je nachdem, an wen man gerät und wo man an denjenigen gerät, eine Entscheidung so und so ausfallen kann, im gleichen Sachverhalt. Aber wie gesagt, im Moment scheint es hier besser zu werden und man ist offensichtlich eben bemüht, eben auch unseren Ansichten zu folgen und eher Arbeitserlaubnisse auszustellen. Aber bis das sich in so einem Verwaltungsapparat da tatsächlich das auch durchsetzt und auch wirklich dann umgesetzt wird, das dauert halt immer noch. Ja, ich möchte vielleicht sozusagen zwei Aspekte hervorheben. Eins, was die Frau Steinke gesagt hat, sozusagen betonen. Wir haben ganz am Anfang, weil wir auch den Eindruck hatten, dass die in den Landkreisen gerade sehr unterschiedlich entschieden wird. Haben wir uns zwei Landkreise angeschaut. Ich komme aus einem Landkreis Dachau, der sehr vorbildlich ist. Wir haben etwa 1000 Geflüchtete. Wir haben eine ähnliche Altersstruktur wie viele andere auch. Bei uns, wir hatten in den ganzen letzten Jahren 150 Ausbildungsgenehmigungen. Ich nenne jetzt nicht einen anderen Landkreis, hatte etwa auch 1000 Geflüchtete, hatte 15. Das ist der Ermessensspielraum und es hängt einfach unheimlich ab von der Kommunalregierung, vom Landrat. Und das ist für mich einer der unverständlichen Dinge. Natürlich muss es einen lokalen Ermessensspielraum geben, aber der ist so offen und vage, dass man sehr davon abhängig ist, wie der Landrat eingestellt ist. Also Freising ist zum Beispiel ein Beispiel, da hat der Landrat gewechselt und plötzlich ist der gesamte Kurs ein anderer. Sozusagen das Zweite, was uns zunehmend begegnet, weil viele schon auch sehen, dass es eigentlich so etwas wie einen Spurwechsel hätte geben müssen. Was wir in Bayern jetzt zunehmend hören, ist, diejenigen können ja wieder ausreisen, dort ein Visum beantragen und damit wieder zurückkommen. Das ist vielleicht eine Lösung für Fachkräfte. Aber für Unqualifizierte heißt es erstmal, sie müssen einen Arbeitgeber finden, der zwischen 4 Monaten und 6 Monate wartet. Derjenige muss Geld sammeln für einen Flug, muss dann mehrere Monate in einem Land Unterkunft finden und muss wieder zurückfliegen können. Das heißt, letztendlich heißt das, es klappt nur da, wo die Ehrenamtlichen sammeln und denjenigen finanziell unterstützen. Da gibt es zum Beispiel durchaus auch Bundesländer, die sagen, wenn wir diesen Weg schon machen müssen, dann erlauben wir demjenigen, dass er vorher arbeitet. Das heißt, dass er das Geld erwirbt und mit dem Geld diesen Weg machen kann. Aber das ist eine Krücke, die Probleme eigentlich nicht löst. Und da hoffen wir natürlich auf die nächste Regierung, dass sich auch da etwas tut. Herr Knaus, wir haben von Herrn Dr. Jakob ja schon gehört, dass Sie viele dieser Vorschläge nicht nur gut hören können, sondern auch mit unterstützen. Und das, was wir jetzt hier gerade gehört haben, klingt ja alles sehr vernünftig. Das, was wir zuletzt hörten als ein Verfahrensvorschlag im Sinne eines Fortschritts, also man sieht ein, dass man in einer Situation doch vielleicht etwas ändern muss, werden zugleich Hürden aufgebaut. Das klingt überhaupt nicht überzeugend. Meine Frage ist, was hindert die Politik an dieser Stelle vernünftig zu reagieren? Denn die zusätzlichen Hürden, also da entstehen ja neue Gefährdungen, nicht nur, dass es Geld kostet, das sinnlos ausgegeben wird für etwas, was man eigentlich besser investieren könnte. Die Menschen werden neuen Gefahren ausgesetzt. Was ist in der Politik an dieser Stelle, was läuft da schief aus Ihrer Beobachtung der letzten Jahre? Also ich glaube, es wäre sehr, sehr viel gewonnen, wenn diese Debatten tatsächlich, was ja jeder immer fordert, realistisch auf der Grundlage von Fakten und Erfahrungen geführt würden. Ein Beispiel, Abschiebungen. Wenn Menschen jahrelang in
Deutschland oder in anderen europäischen Ländern leben, ständig mit dieser Unsicherheit, der Asylantrag wurde abgelehnt, auch das Gericht hat dem nicht stattgegeben, aber es gibt keine Abschiebung, weil es sind viele Länder der Welt, einfach aus Spanien, aus Italien, aus Frankreich, aus Deutschland, aus England, nicht gelingt, Abschiebungen durchzuführen. Und die Leute sind dann einfach da und bleiben. Dann müsste man doch als Innenminister oder Innenministerin sich die Zahlen anschauen und sagen, okay, jetzt muss ich Prioritäten setzen, eine vernünftige Politik machen. Eine vernünftige Politik ist wohl zu sagen, wenn jemand schon jahrelang hier ist, sich nichts zu Schulden kommen ließ und ich die Statistiken betrachte und feststelle, in Gambia, die jetzt in Baden-Württemberg ausreisepflichtig sind, bei der derzeitigen Geschwindigkeit von Abschiebungen nach Gambia, was übrigens eines der besseren Länder in Westafrika war, bei der Rücknahme seiner Bürger, weil wir sie den Druck ausgeübt haben, weil es ein armes und kleines Land war. Trotzdem würde das dann 60 Jahre dauern. Dann sage ich mir als Innenminister doch, das geht nicht. Das ist doch nicht realistisch. Also es ist unmenschlich, es schafft menschliches Leid, aber es ist auch nicht realistisch. Es schafft auch nicht Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit und all das, was ich als Innenminister meinen Wählern und Wählerinnen verspreche. Das heißt, wenn wir mal realistisch die Erfahrungen der letzten Jahre betrachten, ich habe hier für Deutschland alle Abschiebungen, das ist mein Buch, wo ich versuche, eigentlich dieser Mythen zu widerlegen, alle Abschiebungen auf dem Luftweg im Jahr 2018 aus Deutschland im ganzen Jahr waren 21.000. Aber halt, davon waren fast 70% in die Westbalkanländer und in andere EU-Staaten. Nochmal 12% in andere europäische Staaten. Georgien, Moldawien, Ukraine, Länder, die Visafreiheit haben, deren Bürger visafrei reisen können und die deswegen sofort operieren. 8% in drei Länder Nordafrikas, da sind wir allerdings bereits im ganzen Jahr bei 1.700 im Jahr. Marokko, Algerien und Tunesien. Und ungefähr 2.400 in die ganze westliche Welt. Ganz Afrika, ganz Asien, Afghanistan, aus ganz Deutschland im Jahr. Das war ein typisches Jahr. 2020 war es weniger. Das heißt, einfach nur die Zahlen zu betrachten, würde doch dazu führen, dass ein realistischer, nicht ideologischer Innenminister sagt, da gibt es doch eine offensichtliche Lösung. Wir verhandeln mit diesen Ländern, wir sagen, es gibt Menschen, die will die Mehrheit der Deutschen auch, dass sie ausreisen müssen. Straftäter, Gefährder. In Baden-Württemberg hat die grüne Regierung, also der grüne Ministerpräsident, bei den Verhandlungen zugestimmt. Es gibt einen Sonderstaat, gefährliche Ausländer. Und die Konzentration, wie übrigens auch in Nordrhein-Westfalen mit einer anderen Koalition, wie übrigens auch in Berlin, der Chef der Ausländerbehörde, der größten Ausländerbehörde Deutschlands in Berlin, hat mir auch gesagt, also für Gefährder gibt es auch in Berlin, die will man auch versuchen, als Kind abzuschieben. Aber das ist eine kleine Gruppe. Die allermeisten, die seit Jahren da sind, denen sollte man jetzt die Chance geben, hätte sie schon vor 4 Jahren geben sollen, zu arbeiten, die Sprache zu lernen und etwas daraus zu machen, dass sie da sind. Und ich glaube, da ist jetzt wirklich eine Gelegenheit. Denn ich glaube, die ideologischen Kämpfe der letzten Jahre, wo ja auch manche Politiker aus diesem Bundesland eine Rolle gespielt haben, wo es darum geht, zu zeigen, nein, um Gottes Willen, wir dürfen niemandem die Chance geben, der nicht absolut, weil wir schieben die alle ab. Heute erkennt man, das ist vollkommen unrealistisch. Das ist nicht pragmatisch. Das ist nicht im Interesse der Bürger und Bürgerinnen. Und ich glaube, dass da eine Chance besteht, jetzt in Deutschland voranzugehen. Auch wenn wir uns, und jetzt eine Zahl noch zum Resettlement, wenn wir uns ansehen, es gab eine Fluchtursachenkommission der Bundesregierung, da war ich eines von 24 Mitgliedern, aber interessant war die Vorsitzende. Das war eine SPD-Politikerin, eine ehemalige Bürgermeisterin aus Bonn und eine CSU-Politikerin, Gerda Hasselbrink aus Bayern. Und diese Fluchtursachenkommission mit den zwei Vorsitzenden hat gesagt, Deutschland sollte jedes Jahr 40.000 Leute in Resettlement aufnehmen. Jetzt denkt man sich, wie viel ist das? Wenn Frankreich, Schweden, die machen das bereits, die nehmen bereits jedes Jahr 5.000 Schweden. Norwegen nehmen jedes Jahr 3.000, also proportional so viel, wie dann Deutschland nehmen würde. Wenn nur 5-6 Länder in Europa sich zusammentun, wären das jedes Jahr fast 100.000 legale Wege für Flüchtlinge. Derzeit kommen 100.000 irreguläre Migranten über das gesamte Mittelmeer in die EU, wovon sehr viele am Ende keine Flüchtlinge sind.
Wir würden also die Zahl des Flüchtlingsschutzes in Europa mit so einer Aktion drastisch erhöhen. Also Realismus. Realistische Zahlen für Resettlement mit anderen Partnern. Realismus bei Abschiebung. Und dann kommen wir hin zu einer humanen Politik der humanen Kontrolle, die, glaube ich, mehrheitsfähig ist. Frau Steinke. Also Realismus ist ein sehr gutes Stichwort. Wir haben vor 3 Jahren eine Aktion hier gemacht, wo es darum ging, dass wir eben darauf hinweisen wollten und fordern wollten, dass die Geflüchteten hier wieder ihre Arbeitserlaubnis bekommen. Und wir haben damals schon damit argumentiert, genau das, was Sie sagen, den Leuten einfach mal vorzurechnen, die ganzen Menschen, die hier sind und die eigentlich abgeschoben werden müssten, rein aus ihrer rechtlichen Situation heraus, die werden nicht abgeschoben. Und als wir das damals gesagt haben, ging natürlich wirklich ein Aufschrei überall durch. Wir haben auch mit Politikern gesprochen, die das alle nicht wahrhaben wollten. Aber es war damals richtig und es ist eben auch heute richtig. Aber zu dem Realismus gehört auch Kommunikation. Und das, was wir jetzt hier machen, fällt ja auf extrem fruchtbaren Boden. Also die meisten Leute, die hier sitzen, interessieren sich für das Thema. Sie wissen, was damit gemeint ist, wie die Situation ist. Sie können das alle nachvollziehen und den meisten, glaube ich, erzählen wir, was das anbelangt, hier auch nicht furchtbar viel Neues. Aber Kommunikation weiter nach draußen an die Leute, die sich mit diesem Thema Asyl, Flucht, Migration nicht beschäftigen, das muss sein. Von der Pike auf wirklich zu erklären, wie die Situation ist, und dann vor allen Dingen sich so ehrlich machen, dass man eben auch unbequeme Wahrheiten ausspricht. Und nicht aus Angst davor, dass es eben rechts von der CSU auch nochmal eine Partei gibt, der man gegebenenfalls eben dann die Wähler zuführt, wenn man die Wahrheit ausspricht. Das muss gelassen werden. Da muss man einfach sich jetzt mal ehrlich machen, das Herz in die Hand nehmen und sagen, wir müssen diese Dinge aussprechen und wir müssen es den Leuten erklären. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, als wir vor 3 Jahren diese Unterschriftenaktion gemacht haben und ich mich tatsächlich zum ersten Mal im Leben auf diesen Marktplatz gestellt habe und den Leuten eben Infos gegeben habe und um Unterschriften gebeten habe. Da sind ganz interessante Gespräche bei rausgekommen. Also ich habe tatsächlich keine wirklich nicht richtig negative Erfahrung gemacht, aber es waren viele, die gesagt haben, also bitte jetzt, also arbeiten, nein, auf gar keinen Fall und warum und weshalb und so. Und wenn man dann eben erklärt hat, wie die Situation der Geflüchteten war, da sind einige wirklich hingegangen, die mir vorher gesagt haben, das unterschreibe ich Ihnen nicht, haben es dann doch unterschrieben. Oder es hat mir jemand gesagt, naja, das muss ich mal überlegen, aber der kam dann eine halbe Stunde später, als er seine Einkäufe auf dem Markt gemacht hat, kam er wieder und hat unterschrieben. Das heißt, Kommunikation, auch das Unbequeme, den Leuten, die Leute damit positiv konfrontieren und versuchen eben, aus unserer Blase herauszutreten, in andere Blasen hereinzutreten und sich die Mühe machen, wirklich mit Menschen zu diskutieren und sie in dem Thema mitzunehmen. Das wäre für mich extrem wichtig und eine ganz große Bitte und Forderung an die Politik, an die nächste Bundesregierung, dass man da viel offensiver einfach drüber sprechen muss. Ich nehme mal Ihren Punkt auf, um Herrn Dr. Jakob zu fragen. Wir haben ja jetzt einige Vorstöße Richtung Politik hier formuliert. Unser Thema ist ja auch so ausgerichtet, dass wir in die Zivilgesellschaft schauen, wer da die Verbündeten sind, die Kirchenvereine. Wie sind denn, Dr. Jakob, da Ihre Erfahrungen? Arbeiten die Helferkreise eher für sich oder sind sie auch vernetzt? Welche Erwartungen hätten Sie an die anderen Player in der Zivilgesellschaft? Ich habe jetzt Vereine genannt, Sport, die Kirchen. Gibt es da auch Forderungen, die Sie haben? Ja, also zuerst mal, ich weiß immer nicht, woran es liegt. Die Zivilgesellschaft ist in Bayern tatsächlich sehr gut organisiert. Das bin ich durchaus stolz drauf. Auch unseren Verband, den es eigentlich in ganz Deutschland geben sollte, gibt es nur in Bayern. Das heißt, es gibt sehr viele Initiativen vor Ort. Und was ich hervorheben kann, sind eigentlich die Asylgipfel, die sehr lebendig sind, die in den verschiedenen Bezirken in Bayern sich immer wieder treffen, Erfahrungen austauschen, auch sich selbst stützen, auch Kirchengemeinden, die uns sehr helfen. Das heißt, wir haben eine sehr lebendige Zivilgesellschaft
Und der Versuch über das Konzept der sicheren Häfen und das Gemeinde immer wieder sagen, wir wollen Partnerschaften eingehen. Wir wollen aufnehmen, wir haben noch Kapazitäten, wir können die integrieren. Deswegen finde ich es besonders schade, dass diese Initiativen so wenig angenommen werden. Und ich glaube, es wäre auch eine gute Lösung für die Politik. Manchmal muss man ja Unterkünfte für Asylbewerber gegen den Widerstand der Bewohner durchsetzen. Hier in Bayern gibt es genauso wie in ganz Deutschland viele Gemeinden, die sagen, wir wollen aufnehmen. Und das ist für mich absolut unverständlich, warum wir das nicht aufnehmen. Ich würde vielleicht nochmal eins ergänzen, weil der Herr Knaus und auch Sie das gesagt haben, sich ehrlich machen. Einer der Punkte in Bayern ist ja tatsächlich, dass es einfach so unterschiedlich gehandhabt wird. Wir haben mit dem Innenministerium immer wieder darüber gesprochen und haben gesagt, Sie müssen doch auch ein Interesse haben, dass Ihre Weisungen durchgesetzt werden. Also für mich ist es einfach unverständlich, ich hatte ja die Zahlen mal gerade genannt, dass sie sich so unterscheiden. Und eine unserer Forderungen war, warum erhebt man das nicht einfach mal, dass ein Ausländeramt eine Statistik führt, wie viele Anträge bekommen wir, wie viel lehnen wir ab. Das würde sehr viel mehr Realismus bedeuten und würde einfach auch einen Druck erzeugen. Man nimmt damit nicht den Ermessensspielraum, aber man zeigt auf, wie unterschiedlich man ihn interpretieren kann. Und leider ist auch das nicht in Erfüllung gegangen. Man will diese Daten einfach nicht erheben. Das ist genauso wie mit den Abschiebungen, die wir genannt haben. Da gibt es so viele unsinnige Zahlen. Und ich kann auch noch mal eins sagen, es hat mal jemand durchgerechnet nach Afghanistan. Die Abschiebungen waren ja sehr gut organisiert. Man kannte die Zahlen. Alle vollziehbar Ausreisepflichtigen, wenn man die hätte abschieben müssen, hätte das, ich glaube, Sie haben es auch genannt, 30 Jahre gedauert. Da weiß man einfach, dass das keine realistische Perspektive ist und insofern sich ehrlich machen. Darin sehe ich auch die großen Chancen und die Zivilgesellschaft nutzen. Die ist immer noch nicht ganz so enthusiastisch wie 2015, 16, aber das Engagement ist immer noch da und mit guten Informationen und wirklich lokale Initiativen zu nutzen, kann man da, glaube ich, auch immer noch viel bewegen. Ehe wir gleich zu unserer Schlussrunde kommen, habe ich noch eine Frage an Sie, Herr Knaus. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie dafür plädieren, Asyl und Migration, diese Themen nicht mehr mit dieser Trennschärfe zu betrachten, wie das in der Vergangenheit, in den letzten Jahren der Fall war? Also Migration, die gezielte Einwanderung, Berufsbedarf bezogen und Asylthematik, die stärker von einem menschlichen Schicksal ausgeht, von Menschen, die Hilfe brauchen. Ich habe den Eindruck, in der Runde wird es deutlicher zusammengesehen und muss auch wohl zusammengesehen werden, weil man nur so zu dann für alle Seiten menschenwürdigen Lösungen kommt. Oder wie kann man in der Diskussion die Themen auseinanderhalten oder muss man sie wirklich zusammennehmen? Helfen Sie uns mal als Experte, das zu ordnen. Also ich, vielleicht anhand von einem konkreten Beispiel. Also ich glaube, zunächst ist es extrem wichtig, diesen Gedanken der Flüchtlingskonvention von 1951 zu verteidigen, dass es kein Recht auf Migration gibt, aber es gibt ein Recht, das haben Staaten 1951 beschlossen, dass Menschen, die eine berechtigte Furcht vor Verfolgung haben oder mittlerweile ergänzt subsidiären Schutz, also Angst vor unmenschlicher Behandlung, dass die nicht zurückgestoßen werden. Und da ist es wichtig zu unterscheiden. Und daher ist ein Asylsystem eine großartige zivilisatorische Errungenschaft der europäischen Kultur, denn sowas gab es vor 1951 nicht. Da hat einfach jedes Land, die Schweiz, ich habe gesagt, Franzosen, die fliehen, die lassen wir ins Land. Im Zweiten Weltkrieg, Polen und russische sowjetische Zwangsarbeiter nicht. Die schicken wir zurück und die werden dann halt von den Nazis erschossen. Weil wir entscheiden, wem wir Schutz geben wollen. Und da war diese Idee, Kriterien, Asylsysteme, das ist extrem wichtig. Aber in der Praxis, wenn natürlich eine größere Zahl von Menschen über das Mittelmeer mit 2016 180.000 nach Europa kommen, und dann stellen wir fest, darunter sind viele aus Senegal, Gambia, die größte Gruppe aus Nigeria, viele davon auch in Bayern. Aber wir haben keine Strategie, was wir dann machen. Dann hat es keinen Sinn zu sagen, ja, das sind aber jetzt keine Flüchtlinge und die bleiben halt jetzt 30 Jahre hier, aber wir haben keine andere Strategie. Und dann, glaube ich, in der Strategie der Politik brauchen wir etwas anderes.
Ein Beispiel, ich hatte gerade, bevor ich hierher kam, auch eine Diskussion auf Zoom mit einem litauischen Europaminister, mit Henrik Magnat, über die Situation an der Grenze EU-Belarus. Und da sind jetzt Leute aus dem Irak. Und wir wissen, der Irak nimmt niemanden zurück. Und viele von denen bekommen aber heute kein Asyl mehr. Und die werden jetzt auch benutzt von einem Diktator, der seine Leute foltert, Lukaschenko, um Druck auf die EU auszuüben. Warum probieren wir nicht aggressiver, mit mehr Anstrengung, mit mehr Energie, mit dem Irak Lösungen zu finden, die für beide Seiten funktionieren? Wenn der Irak bereit wäre, seine Bürger schneller zurückzunehmen, und wir dafür sagen, aber die, die jetzt schon seit einigen Jahren da sind und sich nicht zu Schulden kommen lassen haben, die wir eh nicht, Irak nimmt derzeit niemanden zurück durch Zwangsabschiebung, denen geben wir eine Chance. Und wir bieten Möglichkeiten durch Ausdehnung von legaler Migration in die Arbeit, durch mehr Stipendien. Wir unterstützen, wir machen ein Paket, wo der Irak dann sagt, ab diesem Stichtag nehmen wir alle Irakis, die aus Belarus in die EU kommen. Die EU lässt sie nicht mehr in Wald erfrieren, aber es ist auch kein Weg in die EU. Wir prüfen, dass sie tatsächlich keinen Schutz brauchen. Wir machen das schnell, aber der Irak nimmt sie zurück. Dafür bieten wir etwas an. Das ist schnell hingesagt, dahin gesagt. Daran müsste man arbeiten. Das gleiche mit Tunesien. Die größte Gruppe, die in den letzten Jahren über das zentrale Mittelmeer nach Italien und Malta kam, war Tunesien. Die kriegen keinen Asyl zugesprochen. Aber bis Anfang der 90er Jahre konnten Tunesier visafrei nach Italien reisen als Touristen. Wenn wir mit Tunesien verhandeln und sagen, wir bieten Tunesien, so wie den Balkanländern vor einigen Jahren, vor 10 Jahren mittlerweile haben, wenn ihr Bedingungen erfüllt, wenn ihr kooperiert, irreguläre Migration zu reduzieren, wenn ihr Leute zurücknehmt, wenn ihr das Sterben mit uns beendet im zentralen Mittelmeer, nicht mit Libyen, mit Tunesien, dann bieten wir euch die Möglichkeit für Arbeit, wie mit den Balkanländern und als Touristen einzureisen. Da müsst ihr die Bedingungen erfüllen, die Ukraine hat das gemacht mit der Ukraine und an der Grenze haben wir keine Probleme. Und dieser Pragmatismus, dieses Lösungen suchen, die auch für alle Seiten funktionieren und die uns erlauben, unsere Werte und auch den Asylgedanken zu bewahren und gleichzeitig Migration, die wir ja brauchen, geordnet auf eine Art und Weise stattfinden zu lassen, die niemanden entwürdigt. Und die uns natürlich am Ende auch nützt. Da habe ich Hoffnungen, dass vielleicht bei einer neuen deutschen Bundesregierung ein anderer Ansatz gefunden wird. Das ist mein Stichwort für die Schlussrunde mit der Bitte um eine kurze Einschätzung. Neue deutsche Bundesregierung, und ich würde wieder vom Lokalen übers Regionale dann zu Ihnen kommen. Mit welchen Erwartungen schauen Sie auf die Verhandlungen, Frau Steinke? Nehmen wir an, wir würden uns in einem Jahr hier wieder treffen. Gehen Sie davon aus, dass Teile Ihrer Forderungen erfüllt sind? Mit welcher Perspektive schauen Sie auf diese Verhandlungen? Werden wir einige der Themen gelöst haben oder zu Lösungen bringen können? Also da ist natürlich auch der Wunsch der Vater des Gedanken, aber ich bin tatsächlich zuversichtlich, dass wir, wenn es ja wahrscheinlich zu einer Ampel kommt, wie es dann jetzt aussieht, doch einige Probleme hoffentlich in einem Jahr zumindest sehen, dass die angefasst werden. Weil, glaube ich, die drei beteiligten Parteien werden das Thema sicherlich nicht prioritär verfolgen. Dafür ist es zu unpopulär. Aber ich denke schon, dass sie anders daran gehen werden und das nicht so ideologisch abtun werden, wie es eben durch die Beteiligung einer bayerischen Regionalpartei eben in den letzten Jahren halt leider passiert ist. Also von daher bin ich verhalten optimistisch. Vielen Dank, Frau Steinke. Herr Dr. Jakob. Ja, wenn ich jetzt mal auf die etwas größere Ebene gehe, was ich mir wünschen würde, ist, dass tatsächlich sich mehr Moralität durchsetzt. Für mich ist es ganz empörend, oder ich sage mal andersrum, unser Flüchtlingskonzept haben wir mit allen Parteien diskutiert und wir haben auch viel Zustimmung damit erweckt.
Was so ein ganz kritischer Punkt war, war die Position, wir müssen auf Europa warten, wir müssen eine einstimmige Lösung finden. Mit Orban werden wir das nie finden, das sehen wir Jahr für Jahr. Und insofern würde ich mir eigentlich wünschen, dass die europäischen Länder, die Humanität bewahrt haben, sich in vielen Dingen, die einfach praktikabel sind, sich zusammenschließen, das versuchen und aber auch deutliche Worte finden. Also wenn ich Berichte über Pushbacks sehe, dann sind wir so weit weg von einer moralischen Integrität. Und ich würde mir wünschen, dass die Bundesregierung sich dann auch dezidiert äußert und sagt, das ist nicht unsere Vorstellung von einem menschlichen Umgang mit Geflüchteten. Danke. Vielen Dank, Herr Dr. Jakob. Ja, vielleicht soll ich noch dazu sagen, wir hatten ja auch mit Unzerveto sehr, sehr viele Gespräche in den letzten Monaten. Und es ist die Grundlage für Optimismus, ist letztlich die Bereitschaft, nachdem Deutschland so viele Menschen aufgenommen hat und so vielen Leuten Asyl gegeben hat, die Bereitschaft, sichtbar in Umfragen und im praktischen Leben der Zivilgesellschaft, dass es hier in Deutschland immer noch viele Menschen gibt, die sagen, das war kein Versagen, das war eine Erfolgsgeschichte. Und die Leute hätten vielleicht nicht sterben sollen am Weg, wir hätten das anders organisieren können, aber die Bereitschaft, Menschen in Not zu helfen, ist da. Darauf aufzubauen ist der Schlüssel. Und ich glaube, dazu braucht es Ehrlichkeit von allen Seiten. Es braucht auch Ehrlichkeit von denen, die sagen, man soll überhaupt nie jemanden zurückschicken, man soll keine Einigungen mit Drittstaaten machen. Das wird nicht funktionieren. Wenn wir eine mehrheitsfähige Politik brauchen, wollen nicht in Europa, da bin ich wieder ganz bei Ihnen, nicht hinter Europa verstecken. Die 27 Europäer werden sich nicht einigen. Und das sind nicht nur die Ungarn, das sind auch die Dänen und das sind auch die Österreicher und das sind auch die Kroaten und andere, die derzeit denken, nur Brutalität kontrolliert Grenzen. Und da muss man ein Gegenkonzept nicht nur vorschlagen, sondern beweisen, dass es geht. Kontrolle ohne unsere Werte aufs Spiel zu setzen. Und Deutschland kann da, ich war vor 10 Tagen in Frankreich auf Einladung des französischen Innenministers, da gab es eine große Diskussion, die Franzosen haben die EU-Präsidentschaft ab Januar, die suchen nach Konzepten, die können allein auch nicht viel machen. Aber wenn eine pragmatische deutsche Regierung mit Vorschlägen jetzt auf Frankreich zugeht, dann könnte da auch in Europa etwas passieren. Nicht warten auf die 27, sondern die, die etwas lösen wollen, lösen. Und da ist der Pragmatismus, den ich in Deutschland auf lokaler Ebene sehe, bei ganz, ganz vielen Bürgermeistern, Bürgermeisterinnen von allen Parteien, CDU in Rhein-Felden, am Rhein, in Baden-Württemberg, SPD im Norden, ich war bei Abgeordneten und Bundestagskandidaten überall in Deutschland in den letzten Wochen zu Diskussionen im Wahlkampf über das Thema, von allen Parteien der Mitte. Und am Ende wollen die eigentlich alle etwas Ähnliches. Und ich glaube, dieser baden-württembergische Pragmatismus in dem Koalitionsvertrag, den ich zitiert habe, der wäre ganz Deutschland sehr ernstfähig. Und die Zivilgesellschaft kann das einfordern. Und ich glaube, sie hätte Erfolg. Und so bin ich so froh, dass es hier noch so viel Zivilgesellschaft gibt, die sich so einsetzt. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Lob auf die Zivilgesellschaft, zu der viele Kräfte gehören. Und wie froh können wir sein, dass in unserer Demokratie die Kräfte der Zivilgesellschaft, der Bürgergesellschaft, jeder Einzelne, jeder und jede und zusammen mit vielen anderen etwas bewirken kann. Mit diesem Ausblick, Pragmatismus und Zuversicht endet unsere Podiumsdiskussion für eine realistische und menschenwürdige Asylpolitik. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und sage auf Wiedersehen. Thank you.